herzlich willkommen bei Cream Cheese TV. Heute sind wir tatsächlich mal auf einer Exkursion, so kann man das sagen. Wir befinden uns im wunderschönen Wuppertal, sind natürlich auch mit der Schwebebahn hier hingefahren und sind heute bei Ebert Kranemann, wenn du mal ins Bild kommen möchtest. Und werden heute mal eine Reise in der Zeit zurückmachen in das Jahr 2067 zur Eröffnung des Cream Cheese und was so alles danach alles passiert ist, nicht nur an Kunst, sondern auch an Musik. Und ich vermute, es wird wie immer heute sehr interessant werden. Also gehen wir direkt ins Gespräch. Für euch, Ebert Kranemann. Hallo. 1967, da hat der Laden ja auch aufgemacht. Und ich war damals Student an der Kunstakademie Düsseldorf. Ich habe Malerei studiert und parallel zur Malerei habe ich aber auch immer Musik gemacht. Und in der Zeit hatte ich auch eine Band an der Kunstakademie Düsseldorf, die hieß Peace Off. Und mit Peace Off habe ich dann aber auch im Cream Cheese gespielt. Und dann hat sich eine andere Musik ergeben, noch mit Kraftwerk im Cream Cheese gespielt. Und da erkenne ich das natürlich. Ne? Und ich bin auch selber nicht nur, sagen wir mal, als Künstler und Musiker unterwegs gewesen, sondern auch als Tänzer. Ich habe immer gerne getanzt, tue ich immer noch. Und das war natürlich auch ein toller Tanzschuppen. So, ne? Es war ja gleichzeitig, Cream Cheese war ja gleichzeitig eine Diskothek zum Tanzen, wo man Spaß hatte, wirklich sich bewegen konnte. Und wo die Musik auch anders oder für mich auch besser war als in einer normalen Diskothek. Das war schon was Besonderes. Und was natürlich für mich als Künstler auch gut war, das war ja so eine Kombination von Kunst und Musik im Cream Cheese. Ne? Eigentlich sowas wie ein Gesamtkunstwerk. Ne? Man kam da rein und Dreck, Knall, Bums, ging das da richtig los. Ne? Kunst und Musik auf einmal, ganz massiv. Und da ist ja das, was ich das ganze Leben immer gemacht habe, heute noch mache, Kombination von Kunst und Musik. Von daher war diese Kneipe Cream Cheese für mich genau der richtige Schuppen damals. Ne? Es war, ja, ich sag mal ruhig so, es war für mich gute Laune Musik. Das war, ich habe den Eindruck, das war hauptsächlich so Musik so aus der Los Angeles Zeit. Da, so Frank Zappa, auch englische Gruppen. Aber natürlich muss man sagen, die Musik, die da zum Tanzen lief, das war schon bekannte kommerzielle Musik. Also bluesorientierte Rockmusik war das. Aber das finde ich auch toll, das hat mir Spaß gemacht. Ne? Und dazu konnte man gut tanzen. Das waren auch längere Musikstücke. Die normalen Schlager oder Songs sonst dauern ja 3 oder 4 Minuten. Und da ging aber so ein Stück mal 10 oder 15 Minuten ab. Ne? Und dann auch mit der tollen Verstärkeranlage und Power, das oder mit Stroboskoplicht. Und da konnte man zappeln und rappeln und na, natürlich, was dazu kam, wenn man da reinkam ins Cream Cheese, obwohl es verboten war, weiß ja jeder, das roch immer so ein bisschen süßlich. Und was ist das dann natürlich? Cannabis. Ne? Wir haben uns dann einen Joint geraucht und manchmal hat es auch so stark gerochen im Cream Cheese nach Cannabis, dass man gar nicht rauchen musste, das kam schon von alleine. Aber wenn das nicht ausreicht, dann haben wir uns auch noch vorher eine LSD reingetan und dann eine halbe Stunde später ging das dann ab. Und dann konnte man da mehrere Stunden sich vergnügen. Das war schon ganz gut. Also ich war auf der einen Seite, sagen wir mal, ein Kunde. Es hat mir Spaß gemacht, da reinzugehen, zu tanzen, Musik zu hören, auch nur einfach nur ein Bier zu trinken. Aber ich habe natürlich auch da als Musiker gearbeitet, mit Piss Off, mit Kraftwerk, aber auch mit anderen Gruppen zwischendurch, mit denen ich da aufgetreten bin. Und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Und das fand ich aber auch gut von den Eigentümern damals, dass die beiden, die das gemacht haben, wirklich Leute reingelassen haben mit Musik, die nicht publikumsfreundlich war. Ne? Zum Beispiel mit Boys habe ich ja da die Aktion gemacht, Handaktion, mit meiner Gruppe Piss Off. Der Boys hatte wohl das Angebot irgendwie bekommen, da im Cream Cheese eine Aktion zu machen, Handaktion. Ah, sagte mir nichts, konnte nichts mit anfangen. Ich kannte da zwar den Boys von der Kunstakademie, der war da auch Professor für Bildhauerei. Und dann hat er uns aber gefragt, pass mal auf, habt ihr da Lust mitzumachen? Ich will die Handaktion machen, brauche dafür aber Musik. Und dann hat er dem das gut gefallen, was wir gemacht haben.
Denn wir haben ab und zu geprobt in der Aula der Kunstakademie Düsseldorf mit unserer Band. Und das hat er gehört. Das war natürlich auch laut, Verstärkeranlagen. Da dröhnte die ganze Kunstakademie nach unserem, ja, ich kann eigentlich nur sagen, Krach oder Lärm. Das war eigentlich auch keine Musik, sondern schon eine Form von Antimusik. Ne? Weil wir waren damals alle so gebürstet gegen den Strich und wir wollten das auflösen. Ne? Die ganze kommerzielle Kacke hat uns gestunken. Scheiß Düsseldorf hat uns gestunken. Diese schicken Leute von der Königsallee. Wir haben auf alles geschissen. Ne? Und deswegen haben wir es nur Krach und Lärm gemacht. Und das waren alles in der Band, bis auf alles Studenten der Kunstakademie Düsseldorf. Die meisten kamen tatsächlich aus der Boys-Klasse. Die haben dann Bildhauerei studiert. Und die hatten dann aber zufällig ein Schlagzeug im Keller stehen oder eine Gitarre mit einem Verstärker. Und das Interessante ist, die meisten konnten gar nicht richtig spielen. Ja, es gab zwei verschiedene Arten von Lightshow. Oh nee, mehrere Arten im Cream Cheese. Das war schon eine tolle Entwicklung. Was mich fasziniert hat, waren natürlich diese Sprachbilder von Krivet, so ein Künstlerkollege auf einer Akademie. Der hatte da so runde so Bildschleifen. Der hatte so Vokabeln, so Schrift rotieren lassen im Cream Cheese und das dann aber noch zerhacken lassen durch Stroboskope, das kannte ich gar nicht und das war super. Ne? Und dann, was natürlich auch eine andere, eine ruhige Art von Lightshows war, ich weiß nicht, standen da 12 oder 24 Fernsehapparate vom Pike und die waren dann zum Teil auch an und da lief dann natürlich nur Scheiße, ne? Diese blöde normale Fernsehprogramme. Ja, aber war toll, ne? Das war auch ein Widerspruch, ne? Realismus oder gelogener Realismus, der sich gegenseitig dann aufgelöst hat durch diese verschiedenen Programme, die da liefen. Also einmal war Fernseh-Live-Show, dann war Stroboskop und dann war dieser Krivet, das fand ich richtig toll mit dieser Sprache. Aber wenn dann Bands gespielt haben, da gab es früher noch eine andere Form von Lightshow, die der Chris aber gut kennt, weil er sowas selber gemacht hat. Das war so eine spezielle Technik mit Farben. Ne? Das war, die Leute, die, ja, heute hat man, wie nennen die, heute hat man VJs, wie die früher eben hießen, weiß ich gar nicht. Das waren auch so Künstler, die hatten dann so einen Dia-Projektor und dann hatten die so Dia-Plättchen, Dia-Rahmen. Und zwischen zwei Glasplatten haben die Farben geklemmt und so Öl irgendwie laufen lassen. Und das haben die dann aber reingetan in diesen Diaremchen in den Diaprojektor. Und durch die Hitze fing das an zu laufen. Und das gab so tolle Farben. Ja, das waren so Farbexperimente, die sich aber, die ließen sich nicht wiederholen, die sind zerlaufen, zerflossen. Dann hatten diese Bildkünstler dann verschiedene Rämchen da fertig liegen und dann nacheinander reingetan oder zum Teil auch mit mehreren Diaprojektoren. Das waren ganz tolle Lightshows, die damit passiert sind und das entspricht übrigens dem, was ich als Malerei heute noch mache. Wenn ich Bilder male, die sehen so aus wie die wie die Dia-Shows mit den selbstgemachten kleinen Rädchen verlaufenden Farben. Weil so verlaufen meine Farben heute auch da. Die Bilder da. So sahen die Sachen aus, die sie im Künstler gemacht haben. Und das ist natürlich auch eine Sache, die sich einbrennt im Gehirn, das ist drin. Da geht dann nicht wieder raus.